So sieht ein guter Schwimm- oder Fischteich unter Wasser aus. Klares Wasser und vor allen Dingen kein Sediment am Boden. Das ändert sich sofort, wenn zum Beispiel Laub in den Teich fällt. Die Blätter werden abgebaut, zurück bleibt eine zunächst kaum sichtbare, dünne, flockige Mulmschicht. Diese Schicht wird im Laufe der Zeit dicker. Immer mehr wird durch Fische oder Schwimmer aufgewirbelt. Am Boden des Teiches entsteht im Laufe der Zeit eine geschlossene Schlammschicht. Im Winter wachsen kleine Algen in der Schicht und bilden eine dünne Kruste, die alles bedeckt. In der Schicht entstehen winzige Gasblasen, die oft kleine Algenfäden nach oben ziehen. Diese Algenkolonien können immer größer werden, oft überwuchern sie auch die Unterwasserpflanzen. Wenn es draußen wieder wärmer wird, nimmt die Sauerstoffproduktion in den Algenfäden zu. Immer mehr Blasen entstehen, bis schließlich ganze Sedimentstücke aufschwimmen. In ungepflegten Teichen schwimmen diese Sedimentfladen oft im April an der Oberfläche. Verhindern lässt sich das nur durch das frühzeitige Entfernen des Sedimentes. Das ist der einzige Weg zu einem guten Teich. Es bleibt die Frage, wie dieses Sediment aus dem Teich rauskommt. Es wird sich an der tiefsten Stelle sammeln. Da kann man es über Rohre oder irgendwelche Abläufe rausziehen. Wir setzen dafür solche Vorfilter ein, die wir in unterschiedlichen Porenweiten haben, mit unterschiedlichen Anschlussstücken, in unterschiedlichen Längen. Damit ist im Prinzip jedes Problem in dem Bereich lösbar. Wir haben das ganze System über die Jahre weiterentwickelt und herausgekommen ist das Konzept einer Sedimentfalle. Vereinfacht gesagt, ein Lochblech, auch das wird an der tiefsten Stelle eingebaut. Da gibt es einen Hohlraum unter diesem Blech. In diesem Hohlraum gibt es auch noch ein Rohr. Dieses Rohr führt bis zum Ufer und ich kann dort Wasser einleiten und kann dann unterhalb dieses Lochbleches den Schlamm aufwirbeln und so gezielt aus der ganzen Teichanlage herausholen. Im Idealfall kombiniert man die Sedimentfalle mit der Naturagar-Zielsaugtechnik. Das sind Schächte, die am Ufer stehen. Da gibt es verschiedene Schieber. Und über diese Schieber kann ich regeln, ob ich in dem Teich lieber hinten rechts oder vorne links das Sediment absaugen will. Das schlammige Wasser geht dann in den Filtergraben. Dort setzen sich die Schlammpartikel ab. Wem das nicht reicht, der kann noch einen Naturagar-Standardfilter dazwischen setzen und wird dann kristallklares Wasser zurückschicken in den Teich.